Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme zu unserem, zu unserer Weltgeneratoren-Tutorial-Reihe. Heute möchte ich euch, wie bereits beim letzten Video angekündigt, erklären, wie ihr jetzt solche, in den Oceans sozusagen auch die mit Wasser füllt. An sich ist das Ganze jetzt nicht so kompliziert, das Tutorial wird heute sehr kurz werden, aber trotzdem vielleicht relevant. Ihr habt in diesem Fall hier die Noise und seht jetzt hier, dass wir immer nur bis zu Neues gehen von dem Ganzen her. Und jetzt müssen wir es halt so machen. Jetzt bin ich doof. Was denn das Ganze? So, und jetzt machen wir... Verplante Sebastian. So, wir haben jetzt unser For Y. So, jetzt müssen wir aber hier was machen. Wir machen jetzt hier Water unterstrich Level gleich 64. Level gleich 64, das ist ein Double. So. Ich finde nochmal Neues größer 64. Level gleich Neues. So, dann gehen wir jetzt hier nämlich nur, fahren wir halt kleine ab Level. Ne, das Level ist sozusagen unser Wasserlevel, das ist hier 64. So. Und dann fragen wir jetzt, machen wir das Ganze jetzt hier. Also wir fragen jetzt erstmal ab if y kleiner gleich noise. Wenn das der Fall ist, dann lassen wir die Blöcke setzen. Else, weil ja dann sozusagen da Wasserlevel ist, machen wir data.zblock und stationary water. Warum stationary? Weil das bin ich doof. Water, weil das sozusagen das Wasserlevel ist. Also das heißt, wir fragen jetzt ab, ob y kleiner der Noise ist, also unserem Noise Value. Solange das der Fall ist, setzen wir halt auch die entsprechenden Blöcke hier. Ist das nicht mehr der Fall und jetzt sehe ich hier gerade meinen Fehler. Hier sehe ich ihn hoffentlich auch. Wir müssen erstmal abfragen. As if und dann y kleiner gleich noise, und wenn das der Fall ist, dann kommt der Bereich hier zum Einsatz, weil dann kommt die Abfrage hier. Dann kommt nämlich der Bereich da rein und ansonsten setzen wir hier das Wasserlevel. Dann sollte es nämlich passen. Weil wir müssen nämlich das sonst nicht machen. So, was genau machen wir jetzt? Ich gehe es jetzt hier gleich auch mal durch. Also, wir fragen als erstes ab, wenn y gleich 0 ist, das kennen wir schon, dann setzen wir halt das Material Bedrock. Wenn solange es kleiner gleich Neues ist, also der Neues entspricht, machen wir halt einfach das Normale. Wenn es aber jetzt sozusagen hier überhalb der Neues ist, aber noch weiter geht, weil der Y geht ja bis dem Level, dann setzt das Stationary Water. Ja, das Ganze können wir jetzt hier einfach mal exportieren. Dann machen wir hier einen Reload. Connecten wir zu unserem Server. Dann machen wir /mw create, dann in diesem Fall test 8 und dann plugin Doppelpunkt world generator /mw load test 8 und /mw go to test 8. So, und jetzt sehen wir genau an dieser Kante entsteht jetzt sozusagen Wasser. Wir können das jetzt sozusagen so machen, hier wohlgemerkt, seht ihr, dass hier dieser eine Block noch höher ist? Warum ist der eine Block noch höher? Relativ einfach, weil wir das Wasserlevel bis 64 gesetzt haben. Und hier auch kleiner ab 64 abfragen. Hier können wir einfach kleiner 64 machen, dann sollte dieser Block auch entfernt sein. Das heißt, dann haben wir nicht mehr diese Kante hier an der Seite. Aber wie ihr seht, wir haben jetzt Wasser sozusagen in diesem Bereich. Ja. Also auch relativ einfaches System. Und nichts Kompliziertes. Für die Leute, die Spaß dran haben, ich denke mal, es werden viele haben,
ja, eine ganz interessante Sache. Und damit könnt ihr dann halt jetzt den Ocean machen. So, ich mache das nochmal eben kurz, dass ich diese kleine Änderung mit einspeichere, dass wir das auch einmal sehen, wie es funktioniert. Und machen wir einmal slash reload. Createn wir Test World 9. Dann laden wir die nochmal eben und gehen eben dahin. Da seht ihr jetzt auch hier. Ups. Schon wieder. Also ich habe das doch behoben gerade eben. If Noise kleiner gleich. If kleiner 64. Set Ocean. Hat das gerade nicht exportiert? Machen wir es nochmal. Noch ein Reload. Also an sich sollte das ja jetzt mittlerweile haben, dass es hier nämlich nicht ist. Reload. 10 MB GoTo. Das wird 10. Was jetzt? Komisch. Warum? Haben wir doch gerade jetzt geändert. Also ich habe es gerade geändert. Next. Cancel. Okay. Also kleiner denn 63 machen wir es mal. Ah, kleiner denn 64, ich bin noch dumm. If kleiner Noise. So. Das sollte jetzt den ganzen Kram an sich beheben. So, dann einmal nochmal reloaden, weil natürlich auch die Noise noch da ist. Die habe ich gar nicht mehr bedacht. Die Noise war ja auch auf 64 und dementsprechend geht es bis dahin. So, jetzt sollte das nämlich behoben sein. Schon wieder nicht. Bin ich jetzt komplett behindert oder so? Also, wir setzen das Wasser. Wir fragen ab, ob y kleiner denn Noise ist. Wenn y größer gleich Noise minus 1 ist, dann setzt er den Deckel sozusagen oben drauf. Das haben wir jetzt auch soweit. Können wir ruhig das kleiner gleich Noise noch abfragen. So. Das war auch dumm, das kleine Neue. Das ist schon so richtig. Dann machen wir mal kleiner 63, das sollte das an sich beheben. So, nochmal ein Reload. Und das 12 erstellen. Also manchmal, ich habe jetzt auch gerade meinen eigenen Denkfehler nicht ganz durchgestiegen, aber an sich müsste es jetzt oben sein. Ja, genau. Jetzt sieht ihr es auch, jetzt ist das hier runtergesetzt. Weiß gerade nicht, wo mein Denkfehler war. Ja, und so könnt ihr jetzt sozusagen das Wasserlevel hier konfigurieren. Ja, im nächsten Tutorial werde ich euch zeigen, wie wir mit den Block Populators ein paar Sachen machen, nämlich zum Beispiel Trees spawnen in dieser Welt. Wir werden einfach nur Dummies machen für die Trees. Ich werde aber nochmal später zeigen, wie man Trees auch einfach erstellen kann. Mal sehen. Aber das machen wir jetzt noch nicht in dem Tutorial, sondern in einem späteren. Oh, vielleicht machen wir es auch in dem Tutorial, mal sehen. Ich würde aber sagen, bis zum nächsten Mal, bis dahin, tschüss.